So sehen Sieger aus. Nancy Faeser und René Rock, die Fraktionsvorsitzenden von SPD und FDP, sind selbst überrascht, als der Staatsgerichtshof ihnen heute Nachmittag fast komplett Recht gibt bei ihrer Klage gegen das Sondervermögen der Landesregierung. Der Staatsgerichtshof hat heute das Zukunftssicherungsgesetz für verfassungswidrig erklärt. Das ist eine große Schlappe für die Landesregierung. Sie steht damit vor den Trümmern ihrer Politik aus dem letzten Jahr. Sie hat alles darauf gesetzt, die Krise der Pandemie über dieses Zukunftssicherungsgesetz, über das sogenannte Sondervermögen, wo wir sagen, Schattenhaushalt zu finanzieren. Das Urteil des Staatsgerichtshofs, eine Klatsche für Finanzminister Michael Boddenberg. Auch wenn er selbst um Optimismus bemüht ist. In der zweiten Frage, Sondervermögen, haben wir eine Reihe von wertvollen Hinweisen des Gerichts bekommen. Der Präsident hat selbst davon gesprochen, dass es Neuland sei, bundesweit Neuland sei. Und insofern haben wir jetzt die nächsten Tage sicherlich das ein oder andere tatsächlich auch nachzuarbeiten. Das ambitionierte Projekt des Finanzministers, der diesen Posten notgedrungen zu Beginn der Corona-Krise übernommen hat, es ist mit dem heutigen Tag gescheitert. Boddenbergs Plan war, neben dem eigentlichen Landeshaushalt einen Extrahaushalt zu bilden, das sogenannte Sondervermögen. Bis zu 12 Milliarden Euro an Krediten hätte Hessen aufnehmen können. Von Anfang an dagegen die Landtagsfraktionen von SPD und FDP sowie die AfD. Klagen gegen die Landesregierung wurden eingereicht, mit im Wesentlichen drei Kritikpunkten. Erstens, der Fonds würde nicht zur Bewältigung der Krise eingesetzt, sondern um das politische Programm der schwarz-grünen Koalition zu finanzieren. Zweitens, dem Parlament würde sein Königsrecht genommen, das Budgetrecht. Denn wer wie viel Geld bekäme, würde nicht mehr im Landtag diskutiert. Und drittens, das Sondervermögen dürfe es überhaupt nicht geben. Denn nur durch einen Kniff habe der Finanzminister die Schuldenbremse mit einfacher Mehrheit lockern können. Das immerhin, urteilt der Staatsgerichtshof, sei legal gewesen. Doch schon die Begründung für die Lockerung sei mangelhaft. Und auch bei allem anderen gibt er den klagenden Fraktionen weitgehend recht. Die AfD fordert nun personelle Konsequenzen. SPD und FDP setzen auf Kooperation. Es ist auch so, dass klar geworden ist, dass der Weg, den SPD und Freie Demokraten hier im Hessischen Landtag vorgeschlagen haben, über einen Nachtragshaushalt zielgenau zu helfen, dass das der richtige Weg ist. Und ich kann deutlich sagen, wir wollen, dass wir diesen Weg auch jetzt weitergehen. Wir werden der Regierung Gespräche anbieten. Schon nächste Woche soll es eine Sondersitzung des Parlaments geben. Bis zum 31. März hat die Landesregierung Zeit, neue Wege zur Finanzierung der Pandemiekosten zu finden. Ja, schalten wir dazu zu Ute Wellstein, der Leiterin unseres Landtagsstudios. Ute, wie überraschend ist dieses Urteil? Also in der mündlichen Verhandlung, die vor einiger Zeit stattgefunden hatte, da haben die Richter schon zu erkennen gegeben, dass sie gehörige Zweifel haben. Aber dass sie in Bausch und Bogen diesen Corona-Fonds der Regierung für verfassungswidrig erklären würden, damit hatte keiner gerechnet, auch nicht die Antragsteller. Das ist schon eine herbe Niederlage für die Regierung. Welche Folgen hat dieses Urteil jetzt eigentlich ganz real? Also für diejenigen Menschen, Branchen, Kommunen, die alle auf diese Corona-Hilfen angewiesen sind? Also zurückzahlen muss keiner etwas. Das wurde heute klar gesagt. Das wäre ja auch wirklich eine Herkulesaufgabe. Das will das Gericht nicht. Aber es soll nicht so weitergehen. Es sollen weitere Mittel aus diesem Fonds nur noch dann bewilligt werden, wenn sie wirklich ganz unmittelbar der Bekämpfung der Corona-Krise dienen. Und es muss alles neu geordnet werden bis März. Das ist eine Aufgabe, die der Staatsgerichtshof heute mitgegeben hat. Die Richter haben einen deutlichen Weg aufgezeigt, wie weitere Hilfen, die notwendig sein sollten, bewilligt werden können, nämlich durch Haushalte und Nachtragshaushalte. Das heißt dann aber auch, dass das Parlament dann ganz genau beschließen muss, wofür Geld ausgegeben wird und auch ganz genau beschließen muss, wenn die Schuldenbremse da außer Kraft gesetzt werden soll, weil mehr Geld gebraucht wird, als vorgesehen wird. Da muss es auch immer Mehrheiten für geben. Das ist viel, viel schwieriger für die Regierung, das jedes Mal zu machen und umständlicher. Aber diese Generalvollmacht, die sie sich da geben wollten, über 4 Jahre lang 12 Milliarden ausgeben zu können für alle möglichen Projekte, die nur am Rande was mit Corona zu tun hatten. Diese Generalvollmacht, die wurde ihnen heute mit Wucht aus der Hand geschlagen vom Staatsgerichtshof.
Und dazu kommt noch die gesamte politische Komponente. Du hast es ja angedeutet, dieses Urteil ist ein Schlag gegen die Landesregierung oder für die Landesregierung. Aber was und wer gerät da jetzt alles ins Wanken? Also so einige Beamte im Finanzministerium, die müssen jetzt die Bleistifte spitzen und haben eine Menge Rechenarbeit vor sich, um das alles neu zu ordnen. Aber politisch wird das natürlich auch ausgeschlachtet. SPD und FDP haben eine Sondersitzung des Landtags für nächste Woche gefordert. Da wird es bestimmt lautstark zugehen. Die AfD hat den Rücktritt des Finanzministers gefordert. Und man muss wissen, das ist ja einer derjenigen, der möglicherweise Ministerpräsident Bouffier nachfolgen könnte. Er wird jedenfalls immer wieder genannt. Also da ist schon ein politischer Schaden entstanden. Und in der schwarz-grünen Koalition wird es auch für Unruhe sorgen. Es heißt, vor allen Dingen die Grünen haben diesen Fonds unbedingt gewollt, um damit auch viele ihrer Projekte durchzubringen. In der CDU hatten damals einige nur zähneknirschend das Ganze mitgetragen. Ich kann mir vorstellen, dass es da jetzt auch erneut Diskussionen geben wird. Einschätzungen waren das von Ute Wellstein aus Wiesbaden. Dankeschön.